Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos, zockt der Sims 4 und ich hoffe auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Ja, die Hoffnung, die niemals stirbt und niemals aufgebe, ja. Arme Ritter, Hashtag viel Gemüse, nee, Obst in dem Falle, vitamine.com. Lecker, das sieht aber gut aus und der Gesichtsausdruck, der spricht Bände. Ja, genauso was Bände spricht, ist das da. Und dazu müssen wir einmal hier lang bewegen. Nicht durch die Pflanze. Einmal hier rein. Das da. Und das da. Wir haben Wäschestau. Wir müssen Wäsche sauber machen, weil wir so viel Wäsche sauber machen müssen. Würde ich sagen, machen wir das auch. Ja, Papa macht das schon. Wäsche machen, in Waschmaschine stecken, Wäsche machen, Waschmaschine stecken. Gott, oh Gott, wir haben ja so viel Wäsche, das ist ja diese Kunstwäsche, die ist einfach nur so. Und dann haben wir ja auch mal bei Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. Ich glaube, das geht gar nicht alles. Müssen wir mal schauen, das ist ja richtig Chaos gerade, richtig viel Zeug und naja, ist halt so, wa? So, Junior, was ist los mit dir? Mama ist, da ist, das auch alles sehr schön, ist alles super. Ja. Ja, Papa kümmert sich drum. Ich hoffe, dass das alles synchron geht. Dass die Waschmaschine schön voll geht. Er scheint die Wäsche schön alle zu nehmen. Das heißt, er könnte auch das hier noch mal in die Waschmaschine stecken. Wäsche machen und in... Ah, da ist er dann voll. Dann ist er voll. Das heißt, er kann das alles nehmen, was er da hat. Das ist alles schön und gut. Er muss aber halt zusehen, dass er das dann hier... Naja, wisst schon. Ja, Trockner ist leer. Das heißt, okay. Aber na gut. So, das kommt da alles rein. Und dann darfst du ihn natürlich auch einschalten. Wäsche waschen, genau. So, Papa kümmert sich drum, sehr gut. Wie sieht's denn hier aus? Er ist noch am Essen. Er ist eigentlich schon satt. Junior ist satt. Ja, Spülmaschine ist kaputt, das ist ja ein ganz tolles Ding. So, pass auf, du darfst das hier mal aufräumen. Und Mama darf hier mal reparieren. Danach darfst du aufwischen. Oh, Mama repariert mittlerweile richtig flott. Das geht richtig gut. So, dann darfst du das hier mal bitte wegwerfen. Ja, Mama ist im Stress. Ja? Manieren laufen. Manieren laufen. Muss ich gar nicht mal gucken. Literaturzirkel geht noch gar nicht. Das heißt, wir brauchen das Buch noch gar nicht verkaufen. Das heißt, sie ist jetzt wochentechnisch mal abgedeckt. Das ist sehr schön. So, und Junior darf jetzt noch mal ein bisschen was für seine Intelligenzen tun. Gesundheitstrank herstellen, wäre eine gute Idee. Ich würde mal sagen, wir würden auch mit den Jungen hier mal einige Getränke herstellen. Müssen mal gucken, was da nachher alles geht. So, währenddessen darf Papa hier... Was macht er denn? Papa guckt, will jemand küssen? Einmal küssen, bitte. Was macht denn sie eigentlich jetzt gerade? Sie macht heute mal Wellness. Sie ist mal so im Schwebeszustand. Meditieren. Und Papa guckt mal hier runter zu der Waschmaschine. Geht mal hier in den Keller hier runter. Ja. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt noch braucht, die Waschmaschine. Er kann sich ja einfach auch mal hier hinsetzen. So ein Keller ist das auch manchmal ganz urgemütlich. Also so ein schöner Waschkeller wie der hier, wo so einfach alles mal so ein bisschen rumsteht, finde ich geil. So, und die Maschine bewegt, sie sieht aber irgendwie leer aus. Ah, jetzt ist die Wäsche da. Okay, scheint fertig zu sein. Das heißt, Wäsche bringen zu Trockner hinzufügen. Coole Nummer. Kann man machen. So, danach machst du einmal Flusensieb reinigen. Dann machst du dann Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. Und danach machst du Wäsche trocknen. Okay.
Er gibt ja nichts geiles Geräusch, einfach so eine Waschmaschine und Trockner, der läuft. Ja? Einfach hier unten sitzen, mal die Ruhe haben, hier so das Schmetterlingsbild angucken. Das ist schon geil irgendwo. Ja? Und ich finde auch so von dem Interieur, was hier alles einfach mal so rumsteht, das sieht so ein bisschen überzeugend aus. Hier die Pappmaché-Pappe hier oben so drauf, der Teppich hier so. Er ist schon irgendwo echt überzeugend. Ja? Das sieht einfach aus so wie ein... Habe ich jetzt die Wäsche machen, Anne? Wäsche? Waschen? Wäsche waschen wäre schon nicht verkehrt, wenn du das machst. Ja? So, Mama schwebt. So, pass auf, du kannst dich ja mit der Ratte hier mal ein bisschen kümmern. Was steht denn da? Aufmerksamkeit niedrig, Aktivität... So, dann können wir sie mal beobachten. Wir beobachten sie mal Big Brother mäßig. Ansonsten geht hier nichts. Warum? Nadja ist beschäftigt, komm später wieder. Da ist eine Postkarte. Okay. Nadja ist under wakes. Verdammt, danke. She ist under wakes. Okay, dann ist er halt under wakes. Da muss er durch. Sehr schön, dass sie under wakes ist. Ich bin am überlegen, ob ich eine kurze Bausession einlege, sobald er hier aus der Küche draußen ist. Aus dem Badezimmer draußen ist. Und zwar bumm, genau. Wir machen hier mal eine kleine Bausession. Und die kleine Bausession ist ja deshalb, weil ich habe ja gesagt, ich möchte gerne hier das gerne verdoppelt, dass wir hier ein bisschen Platz haben, ne? Das war der Vater des Gedankens dabei. Jetzt müssen wir das hier alles ein bisschen umarrangieren. So. So geht das schon mal ganz gut. Kann man nie meckern. Jetzt müssen wir das einmal hier da ranstellen, das einmal so ranstellen. Das heißt, hier ein Handtuch ran. Jetzt meckert natürlich der Spiegel. So, hier ein Handtuch ran. Oder so. So ungefähr. Und jetzt kopieren wir uns das mal. Das heißt, wir nehmen das gleiche Spülbecken. Setzen das hier hin. Wir nehmen die gleiche Fußmatte und setzen das hier hin. Das sieht aber ein bisschen blöd aus. Das Problem ist, wenn ich das hier zu ran setze, ist das mir zu nah am Klo. Oder kann man das so machen? Ja, es ist jetzt nicht die... Weiß ich nicht. Oder wir drehen das Klo. Das heißt, wir drehen das mal so. Machen die Klorolle hin da, beziehungsweise da in die Klorolle. Ist auch ein bisschen blöd da, die Klorolle. Eigentlich hier so hin. So, dieses Wäschekörbchen so hin, dann ist das hier nicht so ganz eng. Dann passt das. Ja, so kann man es machen. Ist gar nicht so einfach. So, dann kommt das hier dahin. Das Beleuchtungselementarus kommt dahin. Und dann kommt nochmal das Ding hier kopiert. Das ist auf Augenschuss die gleiche Höhe kriegen, ne? Ist das soweit okay, ja, aber. Eigentlich ganz. Bisschen näher noch. Die ist irgendwie ein bisschen niedriger, wa? Gott, kann ich jetzt hier mal irgendwie so eine Markierung machen? So, genau. Wir markieren uns das hier mit diesen Dingen. Uiuiuiui. So. Passt. Ja? Dann haben wir das ja kopiert, haben wir das verdoppelt, haben wir zwei Waschbecken. Die brauchen wir definitiv auch. Waschbecken brauchen wir definitiv zwei. Klostau ist jetzt nicht so. Aber Waschbeckenstau, das merkt man dann schon. Also das Waschbecken brauchen wir zwei. Badewanne 1 ist in Ordnung. Jetzt ist ja ein bisschen voller geworden. So ein schöner flauschiger Teppich wäre doch irgendwie so geil auf dem Boden. Irgendwie so ein. So ein typischer Baderaumteppich oder sowas. Ihr kennt diese rosa Dinger, die alles wegsaugen, ne?
Das haben wir da mit Sterne ist blöd. Haben wir ja auch eins ohne diesem Muster? Nee, irgendwie nicht. Ein typisch rundes Ding. Das wäre zwar rund, aber es hat überall diese Muster drauf. Hier ist blöd. Hier ist alles über diese Halloween-Geschichten drauf. Das ist auch blöd. Teppich von Weiden und Flecht. Das wäre eine Alternative. Aber nicht so wirklich. Nee, das sieht blöd aus. Oder wir machen den einfach ein bisschen größer. Warte mal, da war der. So können wir den. Ja, so ist doch geil. So ist doch geil. Guckt der da irgendwo raus, wo es man sieht? Nö. Naja, er guckt schon, oder? Naja, er guckt schon raus, aber fällt nicht auf. Wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht. Ja? Wir wissen es halt. Ja? Und hier guckt er bestimmt auch so ein bisschen hin. Aber stört halt nicht. Oder? Sieht man den? Nö. Minimal. Aber das fällt echt nicht auf. Ich finde es geil so. Sieht gut aus. Was ist denn, wenn ich die jetzt noch mal ein bisschen größer mache? Dann werden wir auch wieder das große Problem haben, wa? Oder wir machen das so. Zwei einzelne oder so. Ja, zwei einzelne ist, glaube ich, besser. Mal zu wieder zu kleiner. Ja, zwei einzelne ist besser, definitiv. Was haben wir denn sonst noch für Möglichkeiten? Hier so ein Schmuckding rein, aber was haben wir schon im Kinderzimmer? Oder hier diesen Vogel hier rein. Einfach mal so als Bodenoptik. Irgendwie so Bodenoptik. Ist ja auch ein geiles Wort. Wir machen hier mal ein bisschen Bodenoptik rein. Es tut ja schon fast weh. Sowas in der Art. Einfach mal so rin. Oh, sieht irgendwo nett aus. Huh? Ich weiß, nett ist die kleine Schwester von, ja. Ansonsten haben wir hier noch sowas hier, aber. Aber ich denke, das sieht eigentlich ganz nett aus. Da kann man so direkterweise nehmen, wa, Leute? Kann man das so nehmen? Ich denke ja. Huh? Hoppala, das ist einer zu hoch. Wir wollen nur die Wände haben. Huh? Gucken wir uns das mal so mal kurz an. Ja, kann man machen, kann man so machen. Lichter in diesem Zimmer bitte automatisch. Automatische Lichter dieses Zimmer. Und ein Licht möchte ich gerne natürlich dann wieder auf Standardbeleuchtung haben. Das ist das hier, damit wir immer ein bisschen Licht drin haben. Farbe, Intensität einstellen. Dieses Licht. Das heißt. Natürlich auch warmes Licht, ein bisschen dunkler, dass wir immer so eine Grundbeleuchtung drin haben, auch nachts. Das typische Dimmlicht. Gut. Mama schwebt. Da ist Übung am Machen und Tun. Hab die Musik natürlich vergessen, logischerweise. Jo. Und wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, gerne morgen wieder. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ja, morgen müssen sie ja wieder. Oh, die müssen ja auch bald. Oh ja, ein bisschen. Also, wir haben ja auch ein bisschen Tag. Und dann müssen sie ja auch. Muss er wieder zur Schule und so. Wir haben ja die Haushaltsgeräte zu updaten mit ihr. Also, wir haben so einiges zu machen. Wird also doch noch ein bisschen was passieren. Und Fotos sollten wir auch mal wieder machen, dass wir natürlich auch von dieser Wachstumsphase ein paar Fotos haben und so weiter und so fort. In dem Sinne euch alle jedenfalls, wie gesagt, einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Lasst euch nicht ärgern und ciao. Ciao.